Der Gang der CDU-Fraktion vor den Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar ist erforderlich. Es ist nötig, dass der Thüringer Landtag, das oberste Verfassungsorgan des Freistaates, das unmittelbar vom Volk gewählt worden ist, arbeitsfähig ist, und zwar rasch. Diese Arbeitsfähigkeit kann leider nur hergestellt werden, indem der Alterspräsident dazu verpflichtet wird, sich gemäß der Verfassung zu verhalten. Er hat sich gestern nicht nach der Verfassung gerichtet und auch nicht nach der Geschäftsordnung des Landtages, obwohl er sich immer wieder auf sie berufen hat. Die Rechte der Abgeordneten umfassen die Mitwirkung. Sie umfassen das Recht, jederzeit Anträge zu stellen. Sie umfassen das Recht, die Geschäftsordnung zu ändern. Sie umfassen das Recht, die Tagesordnung festzulegen. Diese Rechte sind gestern beschnitten worden und es steht zu befürchten, dass sie auch weiterhin beschnitten würden. Deswegen richtet sich der Antrag auf einstweilige Anordnung darauf, den Landtagspräsidenten zu Maßnahmen zu verpflichten, die erforderlich sind, um die Arbeitsfähigkeit des Thüringer Landtages herzustellen.